Das sind Anzeichen für Heuchelei. Das sind Anzeichen für ein krankes Herz. Ja, ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. الله سبحانه وتعالى sagt im Koran: O die ihr glaubt, meidet viel von الظن, von Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Das ist ein direkter Befehl Allahs und ein Leitfaden für uns. Das heißt, einige unserer Mutmaßungen, einige unserer Verdächtigungen, einige unserer Gedanken führen zu einer Sünde. Denn eine der Hauptursachen, die das Leben von Millionen zerstört, sind Mutmaßungen, böse Gedanken und Mutmaßungen über andere Menschen. Die Gelehrten des Islam haben stets über diesen Effekt gesagt: Die Gläubigen sind jene, die für das Verhalten anderer Verständnis haben. Sie führen das Verhalten stets auf gute Gründe zurück. Wenn du einen Fehler begehst, wird ein Gläubiger immer vom Guten ausgehen. Wenn du ihn einmal schief anguckst oder ihm in irgendeiner Form respektlos begegnest, geht ein Gläubiger davon aus, dass du einen schlechten Tag hast, dass dich etwas irritiert hat. Vielleicht geht es dir nicht gut oder deine Gedanken sind von Sorgen geplagt und darum warst du wohl unachtsam. Während die Heuchler ständig nach Fehlern bei dir suchen. Sie jubeln, wenn du etwas Falsches tust. Sie freuen sich, weil sie dir etwas vorwerfen können. Wenn du einen Fehler begehst, fühlen sie sich gut. Denn wenn du einen Fehler machst, denken sie, sie seien etwas Besseres. Wir sollten uns selbst überprüfen. Wie reagiere ich, wenn jemand einen Fehler macht? Wenn jemand eine Sünde begeht, was ist deine erste Reaktion? Bist du froh darüber? Denkst du, weil der andere einen Fehler gemacht hat, wärst du besser als er? Ich habe schon immer gewusst, dass er eine schlechte Person ist. Und genau da haben wir den Beweis. Das sind Anzeichen für Heuchelei. Das sind Anzeichen für ein krankes Herz. Allah sagt: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Doch wenn deine erste Reaktion auf den Fehler eines anderen jene ist, dass du sofort eine Entschuldigung für ihn findest, wenn du Verständnis dafür hast und denkst, es muss einen guten Grund dafür geben, dass er sich falsch verhält. Möge Allah es ihm erleichtern. Möge Allah ihm einen Ausweg zeigen. Und um einen Schritt weiter zu gehen, nimm dir eine Auszeit und hinterfrage, was diese Person aus der Bahn geworfen hat. Und ob du ihr in irgendeiner Weise helfen kannst. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Lass es mich wissen. Ich bin für dich da. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nahm von den Menschen immer nur das Beste an. Selbst wenn sie ihm Unrecht taten, kam man nicht zu negativen Schlussfolgerungen. Er hatte stets gute Absichten im Sinn. Denn negative Schlussfolgerungen beweisen nur, dass du im Inneren nicht stabil bist. Geht stets vom Guten aus, meine lieben Geschwister. Wisst ihr, woher böse Gedanken kommen? Vom Shaitan höchstpersönlich. Eines Nachts ging der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seiner Frau Safiya radiallahu anha spazieren. Zwei seiner Gefährten gingen an ihm vorbei. Sie grüßten ihn mit Salam und gingen weiter. Aus Respekt wollten sie den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht stören. Da rief sie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zurück und sagte: Das ist Safiya, meine Frau. Darauf sagten die Gefährten: Ja, Rasulullah, wir hatten keinerlei Mutmaßungen über dich. Daraufhin sagte der Prophet alaihi salatu wasallam: Der Shaitan läuft durch die Gedanken, den Verstand und den Körper der Söhne Adams. Ebenso wie das Blut durch eure Adern fließt. Das bedeutet, dass Shaitan ständig auf der Lauer liegt und uns böse Gedanken und Zweifel zuwirft. Uns schlecht über andere Menschen denken lässt. Lasst uns dieses Wissen vom heutigen Tag in die Tat umsetzen. Lasst uns das jeden Tag üben. Wenn dich jemand ärgert, wenn sich jemand ungewöhnlich verhält, finde Gründe für sein Verhalten. Wenn dir jemand auf die Nerven geht, finde Entschuldigung für sein Verhalten. Wenn sich jemand daneben benimmt, finde Entschuldigung für sein Verhalten. Die frühen Muslime pflegten zu sagen: Finde, errichte, erfinde,
für deinen Bruder 70 Entschuldigungen. Wenn der erste Grund nicht zutrifft, versuche es mit dem zweiten. Wenn der zweite nicht zieht, dann der dritte. Und so weiter, bis du alle 70 durch hast. Wenn dich von jetzt an irgendjemand ärgert, wenn dich etwas nervt oder du böse Gedanken bekommst, er wird einen guten Grund für sein Verhalten haben. Denn Menschen kämpfen jeden Tag mit verschiedensten Sorgen, über die wir nichts wissen.